Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mit einem ausdrücklichen Dank an die Oppositionsfraktionen beginnen, dass sie das beschleunigte Verfahren so mittragen. Sie tragen damit ihren Teil bei, dass wir mit fundamentalen Maßnahmen, die sich eben aus der Bewältigung der Zahlen, die Herr Dr. Obtenbrink ja schon skizziert hat, und auch Frau Gebhardt, die sich aus der Bewältigung der Aufgaben, die wir haben, mit der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen ergeben, und dafür auch von unserer Fraktion noch einmal an dieser Stelle ausdrücklichen Dank. Und weil heute ein Artikel von Florian Pfitzner erschienen ist, der die Debattenkultur hier im Hause zum Gegenstand hat, jetzt ist leider gar niemand auf der Pressetribüne, möchte ich noch mal einen Moment ausführen, was das heißt. Das heißt zum Beispiel für den Schulbereich, dass es nächsten Montag Ausschreibungen gibt, um neue Lehrerinnen einzustellen. Das heißt für den Polizeibereich, dass bereits im November neue Anwärter angestellt werden, und das heißt für die Justiz, dass ab sofort neue Richterstellen zu besetzen sind. Und damit das funktioniert, mussten Vorbereitungen getroffen werden, und dafür haben vor allen Dingen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern gearbeitet und natürlich den nachgeordneten Behörden, um alles so zu vorbereiten, dass nach unserem Beschluss heute quasi der Startknopf gedrückt werden kann und dass das alles schnellstmöglich vollzogen werden kann. Und das sollten wir auf dieser Stelle, weil das eine immense Dimension hat, auch mit der Geschwindigkeit, auch noch mal erwähnen, und möchte den Kolleginnen und Kollegen, die da gearbeitet haben, auch danken. Und ich habe den Artikel erwähnt, und weil ich ehrlich gesagt neben der Abwesenheit der Medien in der Debatte finde, dass das untergeht, was wir bisher erlebt haben und was wir in diesen letzten Wochen hier debattiert haben. Wir haben Anfang Oktober, wir reden über den dritten Nachtrag in diesem Jahr, und wir haben dann insgesamt mit den 900 Millionen, über die wir heute reden, 1,7 Milliarden für das drängende Problem der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen aufgewendet. Und wenn ich eben ausgeführt habe, dass wir bereits Vorbereitungen getroffen haben, dann zeigt das für mich, dass wir als Politik, wir als Parlament, aber auch dass die Regierung handlungsfähig ist und dass wir in der Lage sind, zeitnah auf Notwendigkeiten, auch wenn sie in dieser Dimension, wo wir alle im Grunde ja nur den Nachrichten hinterherhecheln können, auf uns zukommen, dass wir dann auch reagieren können und in der Lage sind, und dass auch unsere Exekutive mit all ihren nachgeordneten Behörden in der Lage ist, das zeitnah umzusetzen. Und ich bin lange nicht dabei zu behaupten, sowas sei noch nie da gewesen, aber mit Blick auf die Historie dieses Landes gab es, glaube ich, keine Situation mit einer so kurzen Abfolge von Nachtragshaushalten mit diesen Volumina, wenn ich mir jetzt mal die West-LB Portigon ausklammere. Und man braucht keine prophetischen Gaben zu besitzen, um zu erahnen, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir mit einem Haushalt, den wir Ende eines Jahres verabschiedet haben, dann für das nächste Haushaltsjahr noch mal nachsteuern müssen. Wir reden auch darüber, dass wir zusätzlich vom Bund Leistungen bekommen haben. Am 24. September war der Gipfel. Und Herr Laschet hat das hier gestern so dargestellt, als wenn wir uns alle der Bundeskanzlerin und ihrer Politik anschließen würden und das so auch sagen müssten. Ich kann hier nur noch mal daran erinnern, meine Damen und Herren, dass der Bund sich beträchtliche Zeit mit Händen und Füßen gewehrt hat, dass er überhaupt einen Flüchtlingsgipfel einberuft, weil er so getan hat, als wenn er mit dieser Sache gar nichts zu tun hätte und wenn das alles Aufgabe von den Ländern und von den Kommunen gewesen wäre. Und es hat immenser Druck der Länder bedurft, und es gab auch immense Diskussionen in Ihrer Parteien, meine Damen und Herren von der Christdemokratie. Und dieser Gipfel ist dann einberufen worden, und die Ergebnisse sind ein Kompromiss. Und wir werden das auch nicht schlecht reden, was erreicht wurde. Wir werden aber auch nicht so tun, als wenn das die alleinige Idee der Bundesregierung gewesen wäre und wenn das alles eins zu eins Politik der Bundeskanzlerin wären. Das wäre dann auch ein bisschen viel des Guten, meine Damen und Herren von der CDU. Und auch bei der Verteilung der Bundesmittel für Flüchtlinge ist völlig klar, die 216 Millionen Euro, die auch vom Bund in diesem Jahr zusätzlich kommen, werden eins zu eins ohne jede Diskussion, Herr Dr. Obtenbrink, an die Kommunen überwiesen. Und auch für 2016 ist doch völlig klar, dass alle Ausgaben der Kommunen
dem Sinn folgen müssen, dass diejenigen, die Flüchtlinge betreuen, natürlich dann auch eins zu eins die Kosten erstattet bekommen. In dieser Frage gibt es überhaupt keinen Dissens. Nur wenn allerdings das Land diese Einrichtung unterhält, dann können Sie nicht verlangen, dass wir den Kommunen Kosten erstatten, die bei uns anfallen. Und das haben wir ja gestern in der Debatte auch schon erklärt. Und das ist auch mit dieser Formulierung ein Großteil gemeint. Und ich bitte Sie, das dann auch so zur Kenntnis zu nehmen und nicht so tun, als wenn hier irgendwelche Pläne existieren oder als wenn hier irgendjemand klebrige Finger hätte, dass wir das Geld den Kommunen vorenthalten möchten. Das ist Blödsinn. Meine Damen und Herren, Anlass für den dritten Nachtrag ist die enorm gestiegene Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Wir werden voraussichtlich laut der Prognose 800.000 in diesem Jahr in der Bundesrepublik aufnehmen, 170.000 Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dank des beschleunigten Verfahrens das, was vom Bund geschlossen wurde, umgesetzt. Wir haben mit den, vor allen Dingen mit dem zweiten Nachtragshaushalt schon bereits nachgesteuert. Wir haben eine immense Anzahl von zusätzlichen Stellen bei den Bezirksregierungen. Ich will nur noch mal die Zahl sagen, über 3.000 Lehrerinnenstellen werden jetzt geschaffen, die 250 Polizeianwärtern, 37 Stellen bei der Justiz. Das Haushaltsvolumen ist fast 1 Milliarde, 900 Millionen ist dieser Nachtrag groß geworden. Als wir dann angefangen haben, den zu beraten, waren wir noch bei großen Ordnungen rund um die Hälfte. Meine Damen und Herren, rund 152 Millionen Euro alleine an zusätzlichen Ausgaben planen wir für diesen Haushalt für den Ausbau der Unterbringungskapazitäten, um eine ausreichende Zahl an Unterkunftsplätzen bereitzustellen. Insgesamt sollen es bis zu 50.000 Unterkunftsplätze, insbesondere derzeit Notunterkunftsplätze sein. Und aufgrund der erheblichen Unwägbarkeiten bei den weiteren Planungen sind in den Mehrausgaben auch Verstärkungsmitteln in Höhe von 100 Millionen Euro enthalten. Ob das reichen wird für dieses Jahr, wird das so. Wir werden in den Haushaltsberatungen 2016 ja auch über eine Ergänzungsvorlage noch reden. Aber ich möchte noch mal festhalten, dass das, was wir jetzt als Reaktion geben konnten, dass wir das auch hier gemeinsam in dem beschleunigten Verfahren machen. Und ich hoffe, dass diese Mittel dann auch schnell ankommen und dass die zusätzlich jetzt, die sich jetzt auf Stellen bewerben, dass das alles reibungslos funktioniert und dass wir dann an dieser Stelle sagen können, kurz vor den Herbstferien, das, was wir jetzt tun konnten, haben wir getan und dazu dient dieser Nachtrag. Vielen Dank.